Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der Tat ein guter Tag für Berlin heute. Auch für die Linke darf ich sagen, dass wir den Rückkauf der Wärme für gut befinden, dass es ein richtiger Schritt ist. Deswegen haben wir uns ja auch viele Jahre dafür eingesetzt. Bevor ich noch zu den Themen komme, die heute jetzt schon angesprochen wurden, will ich mal ein bisschen den Bogen spannen, noch etwas größer vielleicht spannen. Wir stehen im Moment an der Schwelle zum nicht fossilen Zeitalter. Wir brauchen dafür eine ganze Reihe von Themen, die wir bearbeiten müssen. Aber wir haben die letzten über 200 Jahre in der Industriegesellschaft vor allen Dingen von den fossilen Energieträgern gelebt. Wir haben 200 Jahre eine Wirtschaftsdynamik freigesetzt durch die fossilen Energieträger, die ihresgleichen sucht. Der Wohlstand Deutschlands und der Welt liegt auf diesen fossilen Energieträgern. Wir sind tief in die Berge reingegangen, haben Kohle rausgeholt. Wir haben ganze Landschaften zerstört in der Braunkohlegewinnung. Wir haben Kriege geführt um Erdgas- und Erdölvorkommen auf der Welt. Und um diesen Energiehunger zu stillen. Aber eines ist klar, fossile Energieträger sind endlich, meine Damen und Herren. Sie sind endlich. Und seit dem Club of Rome in den 70er Jahren ist auch klar, dass diese Endlichkeit, da kann man drüber streiten, ob das 50 Jahre sind das 100 Jahre, vielleicht auch 150 Jahre, aber es wird ein Ende haben. Wir müssen, wie der Trinker von der Pulle, uns von dem Suchtstoff entwöhnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch der letzte Aluhutträger und Schwobler von der rechten Seite müsste doch begreifen, dass der Wohlstand und die Zukunft unserer Industriegesellschaft daran hängt, ob es uns gelingt, weg von den fossilen Energieträgern zu kommen. Das müsste doch auch Ihnen mal klar sein. Da können wir darüber streiten, ob das 10 Jahre, 20 Jahre sind. Weil nebenbei haben wir durch das Verbrennen dieser fossilen Energieträger auch das Klima zerstört. Ja, das haben wir getan. Aber auch selbst wenn Sie das leugnen, werden Sie feststellen müssen, wir müssen von den fossilen Energieträgern weg. Und einer der Schlüssel aus dem fossilen Zeitalter hin zum nicht fossilen Zeitalter sind die Netze, intelligente Netze. Deswegen war es auch richtig, die Stromnetze zurück in die kommunale Hand zu bekommen. Ist auch richtig, die Wärmenetze zurückzuholen und andere Netzinfrastrukturen, weil nur zusammengedachte intelligente Netze werden uns in die Lage versetzen, diesen Übergang sinnvoll und gerecht und zu fairen Konditionen, zu guten Preisen für die Bürgerinnen und Bürger zu gestalten, meine Kolleginnen und Kollegen. Wir haben nur ein großes Problem. Das liegt in der Denkfaulheit. Die Denkfaulheit der letzten Jahre, sowohl von Vattenfall wie vom Senat, hat dazu geführt, dass wir kein in sich konsistentes Konzept haben, wie wir damit umgehen. Weil mit der Denkfaulheit sind strategische Fehleinschätzungen und Fehlplanungen vorgenommen worden, die es jetzt zu korrigieren gilt. Jetzt haben wir die Netze in unserer Hand. Erstes großes Thema ist Substitution. Was ist einfacher, als den Kessel, der jetzt da ist, einfach zu ersetzen durch eine, wie auch immer, eine Wärmepumpe, irgendwas Schönes, sollen doch die Leute in ihren Häusern irgendwas reinmachen. Oder substituieren wir doch einfach das Erdgas, was wir nicht mehr haben wollen, durch Wasserstoff. Gerade schon angesprochen von Herrn Dr. Taschner. So einfach ist die Welt nicht. Die Mengen an Wasserstoff, die wir bräuchten, wir reden hier von Terawattstunden, Terawattstunden an Wasserstoff zur Substituierung dessen, was wir jetzt einfach haben, in Industrie, in der Wirtschaft und eben in der Wärme, die müssen überhaupt erstmal produziert werden. Da haben wir bisher noch keine Vorstellung, wo das in geeignetem Maße und in der Größenordnung überhaupt stattfinden soll. Insofern müssen wir, anstatt in Substitution zu denken, daran denken, Nutzung aller vorhandenen Ressourcen, um die Wärmewende gestalten zu können. Das heißt, schon angesprochen worden, Geothermie. Wir müssen die Potenziale der Geothermie nicht nur erkunden, sondern auch effizient nutzen. Wir müssen die Großwärmepumpen möglichst nutzen. Und wir müssen natürlich, Power-to-Heat ist auch schon wir haben die größte europäische Anlage in Berlin mittlerweile, die Power-to-Heat muss auch mit weiter genutzt werden und andere Möglichkeiten, die es gibt. Und der zweite strategische Fehler liegt darin, dass es nicht gelingt, vernetzt zu denken. Wir als Linke sind der Auffassung, dass es richtig ist, Fernwärme ein Prä zu geben in einer urbanen, dicht besiedelten Struktur wie Berlin. Und da ist es einfach nicht ausreichend und unambitioniert,
von jetzt 33% Anteil auf 42 zu kommen. Wir brauchen viel mehr Leitungen in der Erde, viel mehr Vernetzung, viel mehr Anschluss an das Fernwärmenetz oder die Fernwärmenetze, Nahwärmenetze. Die können ja miteinander auch angeschlossen werden, miteinander verbunden werden. Ich sage ja nicht, dass einer alles machen muss. Aber wir brauchen dieses vernetzte Denken. Ich darf nur an Kopenhagen erinnern. Kopenhagen hat einen Anteil von 98% Fernwärmezugang. 98%. Und übrigens, lieber Kollege Ströter, die 1,4 Millionen Haushalte, die Sie gerade angesprochen werden, schön wäre es, wenn es die wären. Das sind ja nur Haushaltsäquivalente. Also Sie haben einfach durchgerechnet, was ein Durchschnittshaushalt verbraucht. Sie verbrauchen ja auch für Verwaltung und Industrieunternehmen, kriegen ja auch Fernwärme ab. Und daraus haben die dann 1,4 Millionen gerechnet. Wenn wir wirklich von den 2 Millionen Haushalten in Berlin 1,4 Millionen an der Fernwärme hätten, das wäre super. Da wären wir schon ganz weit. So weit sind wir aber noch lange nicht. Und deswegen müssen wir über einige Themen reden, die Gelingensbedingungen sind eines solchen Umbaus oder auch Akzeptanzbedingungen überhaupt dieser ganzen Fernwärme. Erste große Frage, und das ist ja schon auf die Enquete-Kommission abgestellt worden, auch die will ich gerne bemühen, Regulation. Die Fernwärme ist in Deutschland einer der am wenigsten regulierten Märkte. Erst 2021 haben wir überhaupt eine Verordnung zur Berechnung der Preise überhaupt erst auf den Weg gebracht. Auch die ist noch nicht mal so unbedingt verbindlich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben es ja im letzten Jahr gesehen, was passiert. Ne? Wenn Erdgas steigt, auf einmal gehen dann auch die Preise in der Fernwärme hoch. Auf einmal zahlt man das Dreifache für die Fernwärme. Damit ist die Sicherheit natürlich für Bürgerinnen und Bürger. Ja, da geht es um fossile Brennstoffe. Wir müssen ja deswegen weg von den fossilen Brennstoffen, damit wir nicht von den Importen abhängig sind. Das müssen wir doch mal kapieren. So dumm kann man doch nicht sein. Also, Regulation ist an der Tagesordnung das Land Berlin. Dafür gab es sogar Gutachten. Ist sogar in der Lage, aus eigener Kraft heraus diese Regulation vorzunehmen auf gesetzlicher Grundlage. Da braucht es also mehr Regulation, um klarzumachen, worum geht es, bis hin auch zu teilweise Anschlusszwängen. Weil es kann ja nicht sein, dass wir die Leitung schon drin haben, aber der eine oder andere sagt, ach, finde ich nicht so doll, zahlen am Ende eh die Mieter, schließe ich mich gar nicht erst an, interessiert mich alles nicht. Nein, auch darüber muss ordentlich geredet werden, auch über Anschlusszwänge in bestimmten Bereichen. Und zweitens, Gewinninteressen. Warum sollen wir denn Renditen von 5 bis 10 oder 20% von irgendwelchen Privatkonzernen durch die Fernwärme mitfinanzieren? Nein, Ausschluss von Gewinnen, auch an den Berliner Haushalt, auch dieser Ausschluss muss her. Weil wir den Leuten klar machen müssen, dass wir ihnen Wärme zu vernünftigen und fairen Konditionen zur Verfügung stellen wollen und nicht um den Geldbeutel von Privatinvestoren oder aber den Staatssäckel zu füllen. Das muss doch möglich sein. Darf auch ändern. Dänemark, auch da gutes Beispiel, die haben auf staatlicher Ebene gesetzlich Gewinn ausgeschlossen. Auch da kann man vielleicht mal ins europäische Ausland gucken, was da Einzelne machen, hilft vielleicht dann auch. Dritter Punkt, wir brauchen Transparenz. Klarer, verständlicher für die Leute. Woraus setzen sich die Preise zusammen? Was kommt auf sie? Wie kann das aussehen? Vierter, Preiskontrolle. Natürlich, entweder vorher festzulegen, ex ante, was sollen die Preise sein, oder im Nachhinein zu kappen, wenn Überwucherpreise da sind. Auch da darf ich an die Kartellbehörden erinnern. Frau Giffey, Landeskartellbehörde, Sie sind ja in der Pflicht, wenn es darum geht, auch diese Preise zu kontrollieren. Auch hier liegt es noch in unserer Hand, da gehe ich davon aus, dass wir faire Preise machen, aber es gibt ja auch andere Nahwärmenetzbetreiber, auch die müssen mit den Regularien und den Möglichkeiten, die wir haben, auch dann kontrolliert werden, damit die Preise angemessen sind. Und ein letztes, bevor ich jetzt leider zum Schluss kommen muss, die Investitionsfähigkeit der öffentlichen Hand bei einer solchen gesamtstaatlichen Transformationsaufgabe muss wiederhergestellt werden. Deshalb, die Schuldenbremse muss weg. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.